Moin Lolo! Freunde, ich hab's euch versprochen und jetzt sind wir endlich hier. Heute gibt es das Video mit der großen Radlader-Review. Unfassbar viele Kommentare, tausende Likes, endlich soll dieses Video kommen. Und heute sind wir da mit dem Ganzen, packen das aus und testen das mal. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was dieses Ding hier für uns bereithält. Man sieht ja schon hier vorne das große Ding, ja, es verspricht viel Spaß und Spannung. Außerdem geile Sachen wie offiziell lizenziert. Hä? Mit Sound? Geil! 2 WD, besser geht's eigentlich gar nicht, ja, und noch 1 zu 20 Maßstab drin und draußen LEDs. Hier noch 2,4 GHz, cool, danke. Und es gibt hier oben einen QR-Code, ich habe keine Ahnung, was der kann, scannen wir den einfach mal. Aber vorher noch, hier gibt's noch wahrscheinlich viele weitere coole Sachen aus dieser Reihe, okay. Wir haben es hier mit dem großartigen Liebherr L564 zu tun. Kenner dieser Serie wissen natürlich, was für ein geiles Teil das ist. Und für die, die gerade gar nichts checken, das Ding war in meiner Saturn Mystery Box drin, die ich für 500 Euro gekauft hatte. Und viele wollten, dass ich es auspacke und teste. Das machen wir jetzt. Und jetzt scanne ich mal den QR-Code. So, mal schauen. Website nicht erreichbar. Aber ich sehe oben in der URL. Ah, okay, es geht einfach zur der Herstellerseite von diesem Ding. Also die irgendwas hier. Aber die Seite ist nicht mehr erreichbar, die haben eine andere. So, packen wir das Ganze auf jeden Fall mal aus. Wo? Wahrscheinlich ist das jetzt so ein Ding. Sobald ich jetzt diesen Klebestreifen hier durchtrenne, ist das Ding absolut nichts mehr wert. Weil nur für Sammler im Originalzustand. Aber es ist mir egal für dieses Video. Und ganz ehrlich, die Verpackung sieht jetzt auch nicht so mega krass aus. Werbung für alle weiteren Sachen, die es noch so gibt. Das ist ein... Eine Gebrauchsanweisung, okay. Ja, also... Ich als großer Radlader-Profi brauche doch hier keine Gebrauchsanweisung. So, und da ist er auch schon. Erstmal haben wir hier... Ah, geil. Die Fernbedienung, die erstaunlich nach PlayStation 2-Controller aussieht. Wobei ich glaube... Also, hier sind so 2 Knöpfe, aber ich glaube, die können gar nichts. Also oben geht's, hier... Ja, okay. Wir probieren es gleich mal aus, aber man braucht Batterien drin, okay. Und man muss schrauben. So, wie geht denn das hier raus? Ich habe halt Angst, es jetzt richtig kaputt zu machen. Na komm. Also hier unten muss ich es lose machen. Und hier? Muss ich hier was ziehen oder drücken oder... Sie müssen nur die Nippel durch die Lasche ziehen. Was wollt ihr von mir? Hä? Ich will es jetzt nicht kaputt machen. Ja, ich glaube, das mit dem Wiederverkauf, das wird auch nichts so richtig. Ich will's jetzt nicht kaputt machen. Hier sind so schwarze Dinger, wie kriege ich die denn ab? Ach, die sind echt festgeschraubt. Scheiße, ja, ich gehe mal kurz den Schraubenzieher holen. Ja, da kann man dann natürlich lange poolen. Ich komme da gar nicht... Was ist denn das? Nein, jetzt... Also mein Schraubenzieher ist zu dick hier. Da komme ich nicht ganz bis an die Schraube dran. Habe ich einen anderen? Ey, was ein Scheiß. Wer baut denn sowas? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, der passt. Okay. Meine Fresse. Bis hierhin schon mal kein guter Start. Für die Verpackung würde ich jetzt eher einen Punkt abziehen. Also hier vorne. Aha, vorne ist er schon mal beweglich. So, und jetzt die letzte Schraube. Und dann haben wir das Ding auch schon. Das ist ja richtig easy. So. Yes. Wow. Freunde, hier ist er. Der originale L564. Geiles Teil einfach. Boah, ist das toll. Es rappelt ein bisschen viel. Okay, hier unten kann man es an- und ausmachen, alles klar. Guck mal, da brauchst du natürlich wieder einen anderen Schraubenzieher. So, das sieht aus, als würden hier richtig hart viele Batterien reinkommen. 4, okay. Also hier kommen schon mal 4 Batterien rein. Und in den Controller nicht mal Akku. Leute! Oh, die Schraube sah aber auch mal geiler aus. Naja. So, hier kommen nochmal 2 rein. Gut, ich gehe mal Batterien holen. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Batterien. Packen wir die hier mal alle rein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich allein, um an den Schritt zu kommen, eine halbe Stunde auspacken muss. Aber ich hoffe, wir können jetzt endlich mal loslegen. Noch festschrauben. In den Controller natürlich auch. So. Und das heißt, wenn ich das jetzt hier anmache... Ja, es blinkt was. Und wenn ich den Controller jetzt anmache... Ist es jetzt schon? Es leuchtet auf jeden Fall was. Also mehr kann ich doch nicht einstellen. Also wenn ich hier was drücke, ich hoffe, man sieht's. Dann leuchtet auf jeden Fall die Lampe, aber es bewegt sich nichts. So, was haben wir denn hier? Drücken Sie den Startknopf. Woher soll ich das denn wissen? Wo ist denn der Startknopf? Ach du Scheiße! Boah, ist das laut! Kann man das auch leiser machen? Also. Ja.
Geil! Was ist das? Oh, nein, nein, nein! Stopp! Ah, Moment, Moment, Moment! Das ist nervig. Also, es gibt einen Startknopf auf diesem Controller. Quasi wie so eine Zündung, ne? Hyperrealistisch. Und dann gibt's noch eine Hupe. Dann noch zwei Knöpfe, von denen ich keine Ahnung habe, was die können. Ah, okay, eine Memory-Funktion, wo er sich abspeichert, welche Bewegung du machen wolltest. Okay. Und der andere Knopf ist einfach gar nicht erklärt. Doch, hier. Ah, das ist die Demo-Taste, wo er einfach losgefahren ist. Okay, okay. So, dann kann man fort zurück. Man kann dieses Gelenk hier drehen. Und dann kann man ja auch noch die Schaufel bewegen. So, das möchte ich jetzt mal machen. Und... Hey, und wieder hoch und wieder runter und ich würde mein Kind hassen, wenn ich dem das kaufen würde. Ich möchte damit mehr fahren und das mehr testen, aber das geht doch nicht, wenn das die ganze Zeit so ultra laut ist. Also ich kann jetzt nicht damit fahren. Es gibt keinen Modus, wo das Ding nicht so ein scheiß Geräusch macht. Weiß ich nicht, Digga. Aber ansonsten würde ich sagen, fahren macht auf jeden Fall Bock. Ich will jetzt mal einmal hier um meinen Tisch fahren. So, los geht's, Leute. Also. So, jetzt einschlagen. Ja, der Wendekreis ist doch ein bisschen größer. Danke. Ja. Ich meine, fahren macht schon Bock. Würde gerne mal wissen, wie schnell er wirklich fahren kann, aber ich glaube, die Fläche ist nicht gut zum Testen. Ey, aber das kannst du doch keinem antun mit diesem Riesengeräusch. Du stirbst doch innerlich dann. Ich möchte mal testen, wie stark die Schaufel ist. Weil an sich macht das eigentlich schon Bock. Welchen Kind würde ich das, glaube ich, feiern? So, wir haben doch irgendwas bestimmt hier. Dieser Retro-Nintendo-Controller ist eigentlich groß genug, damit er da in das Schaufelding passt. Wir werden jetzt mal testen, ob er das auch angehoben bekommt. Ich glaube nicht. Vielleicht müsste der so eine kleine... Erhöhung irgendwie haben, so? Na? Ist eher semi-gut. Aber wenn ich es jetzt hier rein tue. So, jetzt ist es drin. Moment. Hier. So. Und jetzt? Ja? 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 Warum? Warum wirfst du es runter? Also bis da muss man es so aufbehalten. So. Aber es geht. Kraft hat das Ding auf jeden Fall ein bisschen. Ich möchte irgendwas nehmen, was schwerer ist. So, dieses Handy ist auf jeden Fall deutlich zu groß. Der große Schaufelrad-Test. Also wir haben hier ein relativ schweres Messer für die ganzen Pakete, die ankommen, zum Aufmachen. Das tue ich mal rein. Und noch ein Taschenmesser. Das ist jetzt das Einzige, was hier rumliegt und schwer ist und in der Größe. Mal gucken, ob das Ding das hochbekommt. Ich glaube ja nicht. Und... Nee, ich glaube, dadurch wird es ein bisschen kaputt gehen. Ich nehme mal das Taschenmesser raus. Vielleicht war das einfach zu viel. So, nochmal jetzt das probieren. Wenn nicht, bin ich enttäuscht. Komm! Ich will baustellenähnliche Leistungen hier haben. Bisschen. Nee. Auch das Ding ist zu schwer. Jetzt tue ich mal nur das Taschenmesser rein und dann werden wir mal probieren, wie schwer das Ganze ist. Also, und? Aha, das geht. Aber kippen nicht! Eieieiei. Ich hole mal eine Waage. Also das schwere Messer, was nicht funktioniert hat. 191 Gramm. Zu schwer. Und das Taschenmesser wiegt 98 Gramm, aber auch nicht so ganz. Also hoch kam's und dann kippen irgendwie nicht mehr. Ja. Was sagt uns das? Also das Ding kostet 50 Euro ungefähr. Und eigentlich würde ich es ganz cool finden. Aber es gibt zwei Faktoren, die mich irgendwie stören. Zum einen, dass das Ding unfassbar laut ist. Also das ging mir ja jetzt schon auf den Sack. Und zum anderen, dass es irgendwie so ein bisschen billig verarbeitet ist. Also ja, klar, das Ding ist nicht das Stärkste, aber so ein bisschen soll doch da irgendwie was hochgehen. Es geht. Es geht auf jeden Fall im Rahmen. Ich glaube, als Kind hat man da viel Spaß mit. Als Erwachsener, glaube ich, nicht so ganz. Ich weiß noch, ich hatte damals als Kind so ein ferngesteuertes Auto. Das war, glaube ich, auch um die 50 Euro, vielleicht so 60, 70. Das hat viel mehr Spaß gemacht, weil das erstmal viel stabiler war und weil du damit 30 km/h fahren konntest. Der L564 ist also eher was für Bagger- und Radlader-Enthusiasten. Aber
Ich bin irgendwie froh, dass wir es trotzdem getestet haben. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung in den Kommentaren zu diesem Ding gespannt. Ja, das hat man auch nicht oft, so ein Video, ne? Freunde, ich würde mich über eine positive Bewertung auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und wir haben es gut genutzt. Ja, die Mystery Box hat auf jeden Fall schon ihren Zweck erfüllt. Dankeschön, dass wir so wunderbare Videos hier machen können. Ich gehe jetzt noch ein bisschen rumtröten. Moment. Geil, das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.